Guten Abend, meine Damen und Herren. Fantastisch, dass Sie alle hierher gekommen sind, um zusammen mit uns einen ganzen Abend mit Musik zu verbringen. Musik ist doch das Allerschönste, was wir im Leben haben. Wir reisen wirklich um die ganze Welt, meine Damen und Herren. Von Nord bis Süd und Ost bis West, auf alle Kontinenten, von Vancouver bis Sydney. Aber das beste Publikum der ganzen Welt ist hier in Heidelberg! In Heidelberg gibt es eine weltberühmte Universität. Das wissen Sie natürlich alle, aber ich muss das erzählen für die Leute in die ganze Welt. Es ist eine der ältesten Universitäten Europas. Es ist die älteste Universität Deutschlands. Es gibt hier in Heidelberg die fleißigsten Studenten der Welt. Immer in die Bücher, immer lernen,
nie ein bisschen Ablenkung, nicht mal ein Bierchen oder so. Und genau über diese Studenten handelt das nächste Lied. Geben Sie sich einen Riesenapplaus, unsere drei ewige Studenten der Platin Tenors. Die fleißigsten Studenten Heidelbergs. Meine Herren! Bravo! Das war Studieren. Also, nennt ihr das Studieren? Wir sind ewige Studenten. Und Studieren macht bekanntlich sehr durstig. Also müssen wir ewig trinken. Es ist wichtig, dass wir die Kehle begießen. Sonst geht die Stimme weg. Oh. André, du weißt, Tenöre brauchen etwas länger studieren. Gestern war ich in einem Restaurant hier, Karte genommen, die teuerste Gericht, Tenorgehirn. Was? Tenorgehirn? Ja, Tenorgehirn. Unglaublich teuer. Ich fragte, warum ist das so teuer? Und sie sagten, sie haben keine Ahnung, wie viele Tenöre brauchen wir für diese kleine Portion. Ach, meine Damen und Herren. Es ist doch gut zu lachen und fröhlich zu sein. Und das singen unsere fleißigen Studenten auch jetzt. Lass uns fröhlich sein. Es ist das Studentenlied auf die ganze Welt schlechthin. Gaudiamus igitur. Gaudiamus igitur, jubelet.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz gerne diese drei fantastischen Tenöre vorstellen. An der rechten Seite, sein Name ist Gary Bennett und er kommt aus Australien. In der Mitte, mit seinem Schnurrbart, sein Name ist Béla Mavrak, er ist Ungarn. Und hier, neben mir, mit seinem freundlichen Gesicht, sein Name ist Thomas Greuel, er kommt aus Deutschland. Alle drei haben sie fantastische Stimmen. Alle drei singen sie in alle berühmten Opernhäuser der Welt. Und mit alle drei reisen wir jetzt schon 4 Jahre um die Welt, um zusammen Konzerte zu geben. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, jeden Abend, jedes Konzert, wo wir auch in die Welt spielen, es macht einen Riesenspaß, neben diese drei Kerle auf die Bühne zu stehen. Geben Sie sich einen Riesenapplaus der Platin Tenors! Già, la luna mezzo mare, mamma mia, si salterà. Non è bella per danzare, chi l'amor non mancherà. Già, la luna mezzo mare, mamma mia, si salterà. Non è bella per danzare, chi l'amor non mancherà. Già, la luna mezzo mare, mamma mia, si salterà. Presto, presto, tondo, tondo, donne, via, venite qua. Un giacombe legge quando a ciascuno toccherà. Fin dei cieli luna stella e la luna stenderà. Il più bello, la più bella notte, notte danzerà. Mamma mia, mamma mia, già la luna mezzo mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. La 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 la. Salta, salta, tira, tira, olio, coppia, cerchiola. Già s'avanza, si ritira e la salta tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia giocata. Già s'avanza, si ritira e la salta tornerà. Casa bassa si ritira e la salto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna varrerà. Con la rosa va seconda, con la sporca ferrota. Viva il ballo, tondo, tondo, sono me, sono l'orca. Il più bel piacere del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, mamma mia, la luna mezzo mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. La 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 la
Bravo. Die fleißigsten Studenten. Meine Herren. The Platin Tenors. Bravo. Bravo. Musik ist gut für die Gesundheit, aber es gibt noch etwas, das sehr gut ist für die Gesundheit. Genau, eine schöne junge Frau. Und wir haben eine mitgebracht. Sie ist wunderhübsch, sie hat ein tolles Figur, sie ist intelligent, humorvoll. Sie hat langes, blondes Haar, ein Wahnsinnstemperament und dazu, meine Damen und Herren, sie kann auch noch fantastisch singen. Geben Sie sie einen Riesenapplaus aus Brasilien, Carla Maffioletti! Thank you.
Bravo! Carla! Su! Das heißt, wenn man daneben steht. Meine Damen und Herren, Sie wissen inzwischen wahrscheinlich, dass wir aus Holland kommen. Und wir haben für euch eine Überraschung mitgenommen aus Holland. Eine typisch holländische Überraschung. Raten Sie mal. Holzschuhe. Nein. Käse. Tulpen, auch nicht. Wohnwagen. Ha, 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 ha. Ah, 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 ah. Nein, wir. Sie haben die genauso viel wie wir. Nein, wir sind Musiker, also es ist eine musikalische Überraschung. Wir haben für Sie einen Glockenspieler mitgenommen. Bei uns hat jede Stadt einen städtischen Glockenspieler. Und so einer haben wir mitgenommen und nicht nur so einer. Es ist der allerbeste in ganz Holland. Ich kenne ihn schon sehr lange, weil er ist Mitglied meines Orchesters. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus. Da ist der Frank Steins. So. So sieht also ein Glockenspieler aus. Normalerweise ja. Wo hängen deine Glocken dann? Habe ich alle mitgebracht nach Heidelberg. Aha. Normalerweise sitzt er ganz alleine da oben, Winter und Sommer. Ja. Heute Abend ist es lecker warm hier. Hat ein ganzes Orchester, ein Chor, um ihn zu begleiten. Und ganz Heidelberg hört zu. Wir spielen für Sie ein fantastisch schönes Stück. Es ist Concerto de Aranjuez. Speziell für heute Abend arrangiert für Orchester, Chor und Glockenspiel mit der Solist Frank Steins.
Bravo. Bravo. Frank Stenz, unsere städtische Glockenspielerin Maastricht. Bravo. War das schön oder nicht? Willst du noch was spielen? Setz dich nochmal, setz dich nochmal. Man hat mich gesagt, meine Damen und Herren, dass in Heidelberg das musikalischste Publikum der Welt lebt. Stimmt das? Ah, das dachte ich schon zu hören. Wir machen nämlich ein Experiment. Er spielt jetzt ein wunderschönes Stück. Sehr leise fängt das an. Und wir machen das so. Wir spielen es dreimal. Ja, das erste Mal spielt Frank das Solo und sie halten den Mund. Ja. Das zweite Mal summen sie leise diese Melodie mit. Summen ist singen mit dem Mund zu. Und das dritte Mal können Sie ruhig, Sie kennen alle dieses wunderschöne Lied. Er spielt jetzt für Sie, einsam klingt das kleine Glöckchen. Das war schön. Fantastisch. Sehr schön. Aber die waren auch gut, nicht? Hervorragend. 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 Jawohl. Noch nie so schön gehört. Hm? Wirklich sehr schön. Wirklich. Aber Frank, ich habe mich gefragt, während du spieltest, kannst du auch schnell spielen auf das Kallium? Ja, aber natürlich.
Naja, ich meine schnell, schnell. Ja, so richtig schnell. Ferrari schnell. Schumi schnell. Magst du es aufzunehmen gegen der Geschwindigkeits-Champion unseres Orchesters? Ja, wollen wir mal versuchen. Ja, geben Sie mal einen riesen Applaus. Da ist er, Marcel Verliese! Meine Damen und Herren, wir haben für Sie eine Überraschung mitgenommen nach Heidelberg. Geben Sie sie einen Riesenapplaus, die Berlin Comedian Harmonist! Veronika der Lenzistar, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronika der Spargel wächst, ach du Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Wälder ziehen, sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika der Lenzistar. Mädchen lachen, Jüngling spricht, Fräulein wollen so oder nicht. Draußen ist Frühling, aha, der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht. Er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der Lenz ist da,
die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der lieben Großmama, Veronika, der Lenz ist. Da 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 Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Und Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der liebe gute alte Großpapa sagt zu der lieben gute alte Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Veronika, der Lenz ist da. Bravo! Die Berlin Comedian haben es! Fantastisch. Meine Herren! Bravo! Meine Damen und Herren! Über diese Gesangsgruppe muss ich Ihnen etwas erzählen. Ihr großes Vorbild waren die Comedian Harmonies aus der 20er und 30er Jahren aus Berlin. Die waren weltberühmt, sie waren Weltstars, sie haben Millionen Platten verkauft damals. Und die waren nicht nur so berühmt, weil sie fantastische Sänger waren, aber auch, weil sie eine ganz spezielle, einzigartige Art entwickelt hatten zu singen. Keiner hat das noch vor die gemacht. Sie existieren nicht mehr, aber glücklicherweise gibt es jetzt diese fantastische Gruppe, geben Sie sich noch einen riesen Applaus, die Berlin Comedian Harmonists. Und genau wie Ihr großes Vorbild sind Sie geschulte Opernsänger und genau wie Ihr Vorbild, die Comedian Harmonists, bringen Sie Ihre Professionalität mit einer Leichtigkeit und einem Humor, als ob alles von selber geht. Und darum hatten die Comedians so viel Erfolg und darum haben Sie jetzt so viel Erfolg. Sie singen jetzt ganz speziell auf meinen persönlichen Wunsch das allerschönste Lied der Comedian Harmonists. Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft.
das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde nah sein. Tage und Nächte wart ich darauf. Sonst die Kraft, Blut ist kein Himbeersaft, die Sache wird schon schief gehen, jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän, und hast du eine Fee, dann schreib ich als Alin, ich muss mal eben rüber zum Titicacasee. Das ist die Liebe der Matrosen, auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kranker Platz. Es blüht an allen Küsten Rosen, und für jeden gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrose, von dem Kleinsten und Gemeinsten an bis Lauf zum Kapitän. Von Kapstadt bis Athen, da gibt es was zu sehen. Wofür ist man denn Seemann? Jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän. Wie
schön ist es zu Haus, doch halten wir's nicht aus. Woanders ist es auch schön, jawohl, Herr Kapitän. Jawohl, Herr Kapitän, wenn dich die Tränen rühren, dann schwör's mit tausend Schwüren, ich muss mal am Äquator die Linie frisch lackieren. Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kranker Platz. Es blüht an allen Küsten Rosen. Und für jeden gibt es tausendfach Ersatz. Wird man ganz so süß im Haben schlafen. Doch es muss bald auf Wiedersehen. Liebe und mein Schatz, das ist die Liebe der Matrosen. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis auf den Kapitän. Vom kleinsten und gemeinsten Mann bis auf den Kapitän. Vom kleinsten und gemeinsten Mann bis auf den Kapitän. Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kranker Platz. Es blüht an allen Küsten Rosen. Und für jeden gibt es tausendfach Ersatz. Ahoi! Meine Herren, kommt nochmal, die Berlin Comedian Harmonist mit ihren Pianisten. Das ist die Liebe der Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist mein Herz kranker Platz. Es blüht an allen Küsten Rosen. Und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Man kann so süß im Hafen schlafen. Doch heißt es bald auf Wiedersehen. Liebe und mein Schatz, das ist die Liebe der Matrosen. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän. Ahoi! Meine Herren, Sie wollen auch noch applaudieren. Ah, das ist auch gut. So. Ich habe Ihnen erzählt, dass die Heidelberger Universität weltberühmt ist. Aber wissen Sie, dass die Stadt Heidelberg auch weltberühmt ist, über die ganze Welt, bis ans andere Ende der Welt, bis Australien. Ja, da ist. Wir arbeiten schon 2 Jahren mit einer australischen Sopranistin und die fragt mich nach jedes Konzert, and what's next? Was machen wir jetzt? Und da habe ich sie gesagt, in 2 Wochen nehmen wir für ZDF ein Special auf in eine kleine deutsche Stadt, die wir so nicht kennen. In Heidelberg. Heidelberg? André, ich habe mein Herz verloren in Heidelberg. Geben Sie sie einen Riesenapplaus, da ist sie aus Australien, Marissa Lauritzen. Da küsst ich deine Lippen und goldenes blondes Haar. Die Nacht war blau und selig, der Neckar silberklar. Da wusste ich, ja, da wusste ich, woran ich war. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in eine über meine Ohren und wie ein Röslein hat dein Mund gelacht. Und als wir Abschied nahmen an die Tore, mein letzter Kuss.
Boden, seitdem ich dich verließ. Als Heidelberg, du feine, du deutsches Paradies. Ich bin von dir gezogen, ließ leichtsinn dein und Glück. Und sehne mich, mein Leben lang zurück. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren. Über meine Ohren und wie ein Röslein hat dein Mund gelacht. Und als wir Abschied nahmen, wurde geboren, mein letzter Gruß, da hab ich's klar gedacht, dass ich mein Herz im Heidelberg verloren, im Heidelberg am Neckarstrand. Ich hab mein Lucia. Geben Sie sich noch einen riesen Applaus für Lucia. Ich will Sie was fragen. Lucia. Ich finde es übrigens, dass du toll aussiehst. Finden Sie auch nicht? Dankeschön. Du hast dich verliebt in einen Heidelberger. Zeig ihm mal. Nein, nicht ein. Zwei. Zwei? Ja, zwei. Da. Aha. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Und Tina, Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Und Tina, Marina, dann wird es wieder schön. Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es sein, eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Und Tina, oh Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Und Tina, oh Marina, dann wird es wieder schön. Zwei kleine Italiener am Bahnhof, da kennt man sie. Sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Zwei kleine Italiener sind stumm hinterdrein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Und Tina, Marina, wenn wir uns einmal wiedersehen. Und Tina, Marina,
Maurizio Lavezze. Und die zwei kleinen Italiener. Ali. Maurizio. Bravo. Wir spielen jetzt für Sie ein Lied, das komponiert von einem ungarischen Komponisten, der sehr viel Walzer und Operetten komponiert hat. Er selber sagte von seiner Musik: Ich möchte mit meiner Musik das Herz des Volkes erobern. Ich möchte mit meiner Musik in die Seele der Leute eindringen. Und wenn Sie das Stück hören, das wir jetzt spielen, dann werden Sie wissen, dass ihm das gelungen ist, in eure Seele einzudringen. Wenn es ein Stück gibt, das richtig unter die Haut geht, dann ist es dieses Lied. Es geht um einen Soldaten, der sehr weit entfernt ist von seinem Vaterland. Er ist ganz alleine und er denkt an seine Heimat. Ich höre, dass Sie schon wissen, welches Lied wir spielen werden. Von Franz Lehár aus seinem Operette Der Zarewitsch, das weltberühmte Wolga-Lied. Thank you.
Vielen Dank. Habe ich das gut gehört, dass vielen von Ihnen diese wunderschöne Melodie leise mitgesungen haben? Sogar zweistimmig? Sind Sie ein Chor oder so? Das Heidelberger Jungfernchor. Nein, immer wenn wir in Deutschland spielen, dann merken wir, wie viele Lieder das deutsche Publikum kennt. Das ist nur hier in Deutschland. Sie können stolz drauf sein. Wirklich. Es ist nicht umsonst, dass es nur in die deutsche Sprache diesen schönen Satz gibt, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das gibt es nur auf Deutsch. Ja, wirklich. Ja, können Sie ruhig für sich selber applaudieren, weil das ist einmalig. Und wir merken auch immer in Deutschland, dass das deutsche Publikum von all diesen Liedern auch alle Strophen kennt. Und das wollen wir mal austesten. Zweite Strophe. So, Sie waren perfekt. Wirklich. Das haben wir noch nie so musikalisch gehört. Echt. Fantastisch. Aber vielleicht war das Zufall. Also, wir versuchen noch einer. Ja? Ah ja, das habe ich vergessen zu sagen. Wir spielen dieses Programm in ganz Deutschland. Und nach der Tour wollen wir ein CD draus machen. Also wir nehmen jeden Abend auf und das beste Publikum kommt auf die CD. Ja? Also, jetzt sind Sie gewarnt, geben Sie Ihr Bestes. Ja. Thank you.
Also, das war wieder perfekt. Wirklich. Ich glaube, meine Damen und Herren, ich glaube, Heidelberg liegt noch ganz gut im Rennen. Aber jetzt wird's schwierig. Also, ich bin jetzt total überzeugt. Heidelberg kommt auf die CD. Es ist so schön, Sie singen zu sehen. Sie strahlen alle, wenn Sie singen. Singen macht glücklich. Das ist absolut wahr. Und das ist auch so mit unserer jungen australischen Sopranistin. Die singt immer. Ihr Damen hat ja auch immer gute Laune. Ihre Mutter hat mir gesagt, dass sie singend geboren wurde. Normale Babys, wenn die geboren wurden, die machen, wah! Aber sie, da bin ich. Wirklich, sie ist Musik. Und darum singt sie auch jetzt für Sie ein Lied, das Sie alle kennen. In mir klingt ein Lied. Und sie singt es so unglaublich schön. Geben Sie sie einen Riesenapplaus aus Australien. Marussia Lawasse. Ein kleines Lied.
Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt für Sie der Walzer aller Walzer von Johann Strauss an der schönen blauen Neckar. Thank you.
Bravo, danke schön.